So Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Mann. Geht mir das auf die Eier? Okay, ich glaube, ich erlöse ihn mal. Der ist nur irgendwie wieder zwischen den Dimensionen gefangen und das finde ich scheiße. Das würde mir auch nicht gefallen. Elizabeth, du würdest mich doch abknallen, oder? Wow. Holy, was ist los? Die haben das doch eingeübt, komm. Niemand könnte das so gut. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Was ist das? Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Okay, die Elizabeth will allen helfen und Booker will einfach nur raus. Einfach nur raus. Jetzt war spotted, okay, das ist nach wie vor gleich. Ach, könnt ihr mal die Schnauze halten, das nervt langsam. Was soll das? Das ist das Minen oder was? Nee. Vermutlich nicht. Berühren. Okay, dann müssen wir, ja, okay, wieder zu Chandlers Werkstatt zurück. Dann verlassen wir die Verwahrstelle. Tschö, Verwahrstelle. Es war schön mit dir. Elizabeth, liegen die Menschen nicht am Herzen, was sie Kopf und Kragen kosten kann. Okay. Oh, hi. Was geht ab? Oh, oh. Hey, Box. Howdy. Hau rein, Kumpel. Sorry. Ah. Ach du Scheiße. Fetter Aufstand hier. Ich kann Freund nicht von Feind unterscheiden. Naja. Sie scheint sich eh nicht für mich zu interessieren. Von daher. Habe ich hier leichtes Spiel. Bis jetzt. Ja, das wollte ich gar nicht mal. Toll gemacht, Booker. Die Mordlust hat dich wieder übermannt. Immer weiterkämpfen. So. Das war voll daneben. Ganz ruhig, Leute. Ihr kommt alle dran. Immer mit der Ruhe. So. Keine Angst, Box. Ich habe alles im Griff. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's denen an den Kragen hier. Den Gründern. Die Boxen sind auf dem Vormarsch. Na schön. Ich hoffe, hier ist nichts weiter neu. Hier war ich noch gar nicht, oder? Na doch, hier komme ich her. Ich Depp. Yay! Yeah! Freiheit, Baby, Freiheit! Ja! Ja! Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt. Bist du ein Held? Ich weiß noch. Ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker. Was? Deine Nase. Sie blutet. Ich
kann kaum denken. Ich hab zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Ich dachte, die First Lady sei tot. Wahrscheinlich meint er das Schiff. Deswegen, das war das Boot, was wir damals in der Hall of Heroes hatten. Da habe ich nämlich überhaupt nicht verstanden, was das sein sollte. Oder woher das überhaupt kam. Das war Nasenblut. Ah, und hier in der Dimension sind wir ein Held. David, Murderer of the Revolution. Yeah, Mann, sehen wir geil aus. Oh, Baby. Das macht Spaß. Lockpick, wer lässt das hier einfach liegen? Ich etwa? Mein Friseur? Mein Friseur? Ich denke nicht. Haha, ihr... Sie lebt noch. Wow, ihr seid wirklich Aiming Beaster, das glaubt man gar nicht. Aber das muss ich ja gerade sagen. Naja, ey. Die Vox ist nicht schlecht bei der Sache, würde ich sagen. Es wäre untertrieben zu sagen, dass mir das etwas besorgt, dass sie gerade gesagt hat, Booker starb für diesen Tag. Was ich aber ganz geil finde ist, wisst ihr noch, was vorne auf dem Schild stand? Achso, nee, ich dachte gerade, da stünde was anderes drauf. Tut mir leid, ich habe mich getäuscht. Da ist gar nichts Besonderes dran. Schade, ich dachte, mir wäre jetzt was total Tolles aufgefallen. Kann ich hier noch irgendwas einsacken? Nö. Da hatte ich ja schon meinen Spaß. Oh, die hat ja am Handy Männer liegt, oder ist das Patriot? Heppa. Ja, die am Handy Männer liegt. Nicht schlecht, Leute. Ja. Cheese. Ha. Zum Schießen. Ein tolles Foto. Wie geil. Eins noch. Und diesmal macht ihr alle ein trauriges Gesicht, wie sieben Tage Regenwetter. Armer Handyman. War nur ein Scherz. Okay, okay. Eines noch für die Nachwelt. Okay, eins noch. Das wird ein Andenken. Wie geil. Okay. Wenn ich oh. Yay! Samuel, wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt, aber das glaube ich nicht. Und wir treffen uns wieder am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich ja auch, Hetty. Ja, ich glaube, ihr Mann wurde zu einem Handyman, kann das sein? Gut, Bereich verlassen. Bäm! Und schau, Leute. Leckt mich alle am Arsch. Booker verpisst sich jetzt. Schaut euch meine Arsch an. Welt, warst du ein Märtyrer? Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Na, Booker, das ist jetzt aber ein bisschen hart, oder? Finkton Proper, ich glaube einfach nicht. Na, schon wieder okay. Tja, die Lage spitzt sich zu, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Du nicht auch, Schätzchen? Okay. Töten sie alle! Du stirbst durch meine Hand! Oh oh. Geht klar! Aha! Nimm Ladung. Jetzt kommen wir da ran. Alles klar. Her damit. Charge.
Und weg mit der Scheiße, runter mit der Scheiße. Cyclone Man. Hui. Naja, wenigstens ist meine Haut diesmal nicht aufgeplatzt. A more devastating tornado blow. Drücke rechte Maustaste, um einen Gegner anzugreifen und zu schädigen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um den Angriff zu verstärken. Du kannst nur Gegner angreifen, die du erreichen kannst. Alles klar. Sehe ich das richtig, dass das sowas wie Sprint ist? Nee. Okay. Oder... Nee. Okay, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert nur auf kurze Distanz. Deshalb... Hey, Leute, das ist überhaupt nicht geil. So, der könnte jetzt nützlich werden, wenn ich da rankäme. Bin überhaupt nicht verschwunden. Ich bin hier, ihr Drecksäcke. Guten Tag. Bäm! Oh, Kopf ab. Na, was geht? Oh, oh. So, aber nicht hier. Okay. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie das jetzt funktioniert hat. Okay. So kann ich ihn aufladen. Oh, geil. Und abbrechen. Haha. Okay. Beim nächsten Mal dann. So. Na, Leute. Oh, der ist kaputt. Ist aber traurig. Automat leer. Oh ne, den Alten habe ich ja leer gekauft. Stimmt ja. Jeppa, dankeschön. Jetzt kommen wir da nicht durch. Da müssen wir wohl wieder unseren Freund den Hebel zu Rate ziehen. Ja, yes, und rüber und rechts. Ja. Tja, wir haben es geschafft. Hat auch lang genug gedauert. Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Das musst du mir sagen. Oh. Hau rein, Kumpel. Der ist nicht schlecht. Harter Bursche. Ach, der fleht um Gnade. Okay, dann lassen wir ihn. Oder das ist so einer, der zwischen den Dimensionen gefangen ist. Wie auch immer. Es soll mich nicht weiter interessieren. Der Balken da vorhin auch schon da? Ja, ich glaube schon. Nein! Verdammte Scheiße. Ich habe aber keinen Bock, das zu betäuben. Also mit Beherrschung meine ich. Ich mach's einfach kaputt. Hi. Der hat doch gesprochen, obwohl sein Kopf schon ab war. Finde ich gut. Ja, schon. Danke. Sehr aufmerksam. So, was hätten wir hier? Ah, Lockpick. Was? Lockpick-Kit. Okay. Her damit. Na, Leute, was geht? Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Drei Versuche. Vielleicht der Osase? Nein. Wie wär's mit Günther Jauch? Nein. Vielleicht. Vielleicht Booker the Shit? Oh. Mann. Was? War grad was? Nö. Okay, alles Einbildung. Nun gut. Hier steigt der Rauch aus dem Nirgendwo auf. Ich befürworte das überhaupt nicht so. Factory. Kann ich da jetzt rein? Nein, aber wahrscheinlich nachher. Denn sie haben ja auch gemeint. Wir brennen die Fabrik nieder, bla bla bla. Wir entreißen die Wurzeln, bla bla bla. Bla bla bla. Automat leer. Okay, dann gehen wir zu Chen Lini. Oh ja, kommst du mich besuchen, Bockel? Oh ja. So. Hoppala. Nein. Oh, die sind tot, scheiße. Nein, ich... Ich wollte gar nicht, dass das passiert. Elizabeth. Sie sind tot, Booker. Komm, verschwinden wir.
Gehen wir in die Fabrik und holen uns das Luftschiff. Das ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Wir sind 10.000 Umwege gegangen, nur dass sie am Ende doch tot sind. Das ist von mir? Geil. Leute, das geht mir gerade etwas zu schnell. Der Part ist nämlich schon vorbei. Guys. Ich muss jetzt hier kurz überziehen. Denn ich habe keinen Speicherpunkt gehabt. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.